ungefähr klein. Das ist der Vulcano, ja, von Valenta Modellbau. Ja. War das da drauf eine 20x13? Ja. An 6S, ne? 10. 10S. An 10S? Ja. Was ist denn für ein Motor? Ach, C50, 14. Das ist ein umgebauter Schneckenantrieb. Die Idee ist aber gut. Das ist unglaublich. Da sind ein paar Hamster drin. Hamster sind da drin. Hamster drin. Enelop Stützakkus, ne, für die ja. Stromversorgung. Ja, an 10S? 10S. Was hat denn der für eine Spannweite? Der ist ja 3,80 Meter hat der, ne? Oder 3,60? 3,70. Der Vulcano. Und den fliegst du uns jetzt? D-Box mit Störklappen. Störklappen, genau. Und kein Staufi. Genau. Das ist nicht die Staufi Edition. Und meiner auch. Gut, ja, genau, von ihm gekauft. Ach so, von ihm gekauft. Und muss ich ganz ehrlich sagen, fliegt sich, so wie er ist, vernünftig. Na, das zeigst du uns jetzt, wa? Das zeige ich euch jetzt. Ein bisschen schneller als normal, aber... Schneller, ja, denke mal ja. Okay, du bleibst schön ruhig. Ja, ich bin immer ruhig. Senkrecht nach oben. Anstechen. Senkrecht ab nach oben. Gerade eine Wolke vor der Sonne, sehr gut. Hier gerade. Ich mache gerade eine Kurve um platten Kreis. Okay. Augen nach oben. Okay, ich komm durch, ja? Ja. Kannst du sehen, Knut da gerade? Ja, quer, jetzt ne? Seid ihr bitte da oben, ja. Wer kommt jetzt runter? Wissen Knut, nicht. Ja? Nee. Knut, kommst doch du? Beide runter, bist du fertig? So, ich konzentriere mich jetzt mal auf deinen Knut, auf den gelben. Lass ihn mal schön. Stech mal an. Ja, dann sind wir unten jetzt. Komm hinterher. Ja, ich. Ey, du Sack! Da sind sie beide. Den überholen wir. Mit Andrücken geht alles. Ich mach's mal mit Thermikreis. Also meiner wiegt ungefähr 4,2, 4,3 Kilo. Da ist ein Carbonstab drin. Alu-Mantel finde ich nicht so witzig. Ja. Und Knut hat durch seinen dickeren Akku da über so oder 5 Kilo. 5,1. 5,1 Kilogramm.
Also wenn man nicht rechteckig fliegt, kriegst du die Eike in der Luft nicht kaputt. Ah. Das kannst du anstechen. Zack. So, jetzt ist er weg. So, ich komme mal zur Landung rein. Es gibt auch so ein blaues Extra-Kleber. Das hat eine ganz scharfe. Boah, die scheiß Sonne. Sonne, Alter. Muss ja schon so schätzen. Weise Welt, du kommst aus der falschen Windrichtung. Oh, yo. Ja. Ein Lappen mit Raffel schaffst du das so. Okay, komm gleich hinterher. Okay. Soll ich kann ich runterholen oder soll ich warten? Na, warte mal. Ich warte.